Euromax Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Christina Sterz. Schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen in unserem Studio am Brandenburger Tor. Höhepunkte der Euromax-Woche sind diesmal unter anderem diese hier. Weltgarten, wie sich die italienische Stadt Mailand auf die Expo vorbereitet. Rockstars, wie vier Finnen den diesjährigen ESC gewinnen wollen. Und Schnipseljäger, wie Jacques Villiers aus alten Plakaten Kunstwerke kreierte. Am 1. Mai wird in Mailand die Expo 2015 eröffnet. 145 Länder präsentieren auf der Weltausstellung ihre Zukunftsvisionen rund um Ernährung und Energie in eigens entworfenen Pavillons. Noch wird auf dem Expo-Gelände fleißig gebaut, aber nicht nur dort. Die ganze Stadt hat sich herausgeputzt. Wir zeigen Ihnen, auf was sich die rund 20 Millionen erwarteten Besucher freuen können. 9. Grün für eine alte Industriemetropole. Mailand erlebt einen Wandel. Die Stadt möchte zur Weltausstellung Expo ihr Image verbessern. In den vergangenen Jahren hat sich viel verändert. Trotz der dichten Bebauung ist ein Netz aus Grünflächen, öffentlichen Plätzen und neuen Freiräumen entstanden. Eine Idee des deutschen Landschaftsarchitekten Andreas Kieper. Sein Projekt heißt Raggi Verdi, übersetzt grüne Strahlen. Wer Mailand als graue Metropole in Erinnerung hat, der sollte hierher kommen. 1 Kilometer grüner Boulevard, Strahlen, viele kleine Gärten bilden ein Gesamtes und das mitten in der Innenstadt. Ein großer Plan, der weit über die Expo hinausgeht und vielleicht dazu beitragen kann, dass Mailand dann doch mal richtig grün wird. Der Domplatz im Zentrum der Altstadt. Von seinem Dach aus sieht man Mailands neue Skyline rings um den Hochhauskomplex Torre Unicredit. Und die preisgekrönten, mit Bäumen bepflanzten Wohnhäuser Bosco Verticale. Fuß- und Radwege verbinden die alten Häuser beim Stadttor Porta Nuova mit der Piazza Gae Aulenti zwischen den Wolkenkratzern. Andreas Kieper war an der Stadtplanung beteiligt. Und immer mehr entwickelt sich das zum neuen Domplatz der Stadt Mailand, wo alt und neu zusammenfinden und nicht nur Tradition eine Rolle spielt, sondern auch Innovation. Und das sieht man hier in diesem Piazza Gae Aulenti sehr, sehr schön. Bis zur Expo sollte neben dem Platz eigentlich ein bewaldeter Park wachsen. Das ließ sich aber nicht mehr rechtzeitig realisieren. Vieles hat sich durch Fehlplanung oder Korruptionsvorfälle verzögert, besonders auf dem Expo-Gelände am westlichen Stadtrand. Das muss jetzt aufgeholt werden. Das Eingangsgebäude zum Expo-Gelände ist der Pavillon Zero, ein Entwurf des Mailänder Architekten Michele De Lucchi. Er stellt einen Schnitt durch eine Hügellandschaft dar. Im Inneren kann der Besucher in dunkle Grotten eintauchen. Auch hier wird das Thema der diesjährigen Expo, den Planeten ernähren, Energie für das Leben, umgesetzt. Es geht um Lebensmittel, von deren Anbau bis hin zur Verschwendung. Jeder Saal ist wie ein Theater mit eigenem Bühnenbild. Wer hineingeht, taucht in eine emotionale Erlebniswelt, die ihn für das Thema der Ernährung der Menschheit sensibilisiert. Insgesamt werden ab Mai 55 Länder auf dem rund 1 Quadratkilometer großen Expo-Areal entlang der Hauptstraße Via Decumanum eigene Pavillons präsentieren. Einige sind fast fertig, wie der von Thailand, Malaysia und Aserbaidschan. Ein regelrechter Architekturschaukampf. Auch der deutsche Pavillon liegt gut im Zeitplan. Die Holzverkleidung ist wiederverwertbar. Er soll ein Stück Feld- und Flurlandschaft darstellen, mit Deutschlands Expo-Ideen als sprießende Pflanzen. Aus dieser Landschaft erwachsen dann diese Ideenkeimlinge, diese Bäume, die jetzt in dem Fall ein transparentes Mesh tragen und die Organik-Photovoltaik am Dach haben, die OPV-Anlage, die eine Weltneuheit ist und hier zum ersten Mal international präsentiert wird. Im Inneren werden innovative Projekte zu Themen wie Trinkwasser, Klima und Artenvielfalt vorgestellt. Auch die Stadt bekommt noch den letzten Schliff. Gerade mal ein Monat bleibt noch bis zur Eröffnung. Mailand im Expo-Fieber. Am Infocenter beim Stadtschloss werden bereits Tickets verkauft.
Vielleicht überwindet Italien damit mal die Krise. Also hoch lebe die Expo. Ich werde öfter hingehen. Es ist ja hier in Mailand eine gute Gelegenheit. Das ist eine gute Chance für Italien, aber die Arbeiten sollten doch eigentlich schon längst fertig sein. Andreas Kiepers Stadtpark mit dem markanten spiralförmigen Hügel auf dem Gelände einer ehemaligen Alfa Romeo Fabrik ist schon fertig. Der Park ist Teil des ersten von insgesamt 8 grünen Strahlen vom Zentrum bis zum Stadtrand. Aus der Enge der Innenstadt über die Mailänder Stadtmesse viele kleine grüne Trittsteine hin zum Portello Park und dann gleich durch über Monte Stella, dem Mailänder Trümmerberg, hin zur Expo. Alles dies ist nun heute fußläufig und mit dem Fahrrad zu erreichen. Viel ist bereits passiert in Mailand für mehr Grün und mehr Lebensqualität. Auf der Großbaustelle beginnt jetzt der Endspurt, damit Mailand pünktlich zur Expo eine Bella Figura machen kann. 100 rothaarige Traummänner sind in diesem Buch hier zu sehen. Der Londoner Fotograf Thomas Knights, selbst auch rothaarig, hat lange darunter gelitten, dass rothaarige Männer als unsexy gelten, während Frauen mit roten Haaren oft besonders begehrt sind. Mit seinem Projekt möchte er beweisen, dass rothaarige Männer sich nicht zu verstecken brauchen. Auch die dazugehörige Ausstellung in Berlin ist ein echter Hingucker. Diese Männer haben zwei Gemeinsamkeiten. Sie sehen gut aus und sie tragen rote Haare. Als Kinder wurden sie dafür gehänselt. Jetzt strahlen sie wie Pin-up-Götter von den Wänden, selbstbewusst und attraktiv. Schauen Sie sich diese Bilder an. Es sind heldenhafte, männliche Typen, zu denen wir aufblicken. Wenn Rothaarigkeit eine Marke wäre, dann versuche ich, den ultimativen Traum des rothaarigen Mannes zu erschaffen. Der Londoner Modefotograf Thomas Knights hat eine Mission. Er versucht, das Image der sogenannten Ginger Men zu verbessern. Am Wochenende eröffnet seine Ausstellung Red Hot in Berlin. Kurz vorher trifft er letzte Vorbereitungen. Als Rothaariger weiß Knights aus eigener Erfahrung, wie schwer es vor allem Kinder mit dieser Haarfarbe haben. In unserer Kultur, vor allem im Vereinigten Königreich, gibt es eine stark verbreitete Antipathie gegen Rothaarige. Und wenn man als Rotschopf aufwächst, bekommt man das natürlich mit. Man spürt das, lebt damit. Wenn man andauernd hört, dass es etwas Schlechtes ist, etwas Unattraktives, dann glaubt man das irgendwann auch. Seine halbnackten Models bilden den Gegenentwurf. Ganz deutlich zeigt das dieser Trailer, mit dem Thomas Knights sein Projekt bewirbt. 2010 hatte er sich erstmals auf die Suche nach passenden Männern begeben. Doch keine Agentur in Großbritannien hatte rothaarige Models unter Vertrag, also suchte er auf eigene Faust. Im Londoner Stadtteil Soho entdeckte er Ken Beck. Der Däne arbeitete in einer Saftbar. Wegen seiner Haare hatten ihn Mitschüler früher als Erdbeerhelm gehänselt. Dass er einmal modeln könnte, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Thomas kam durch die Tür und es war sehr voll. Er ignorierte die Schlange, kam zu mir und holte einen Kalender heraus mit rothaarigen Männern, halb nackt. Er fragte mich, willst du da mitmachen? Und ich antwortete erst einmal, nein. Also ließ er seine Visitenkarte da und ein Freund von mir sagte, was hast du zu verlieren? Mittlerweile ist Ken Beck sogar Coverboy der Red Hot Kampagne. Sein Gesicht ziert Kalender und Plakate. Den Barjob hat er gegen das Modeln eingetauscht. Für Thomas Knights macht er Fashion-Shootings. Und er hat Verträge mit Agenturen in London, New York und Paris. Beck und Knights gehören mit ihren Haaren zu einer Minderheit. Weltweit gibt es laut Schätzungen 140 Millionen Rotschöpfe. Das sind 2% der Bevölkerung. In Großbritannien, wo mehr Redheads leben, gibt es auch einige prominente Männer mit roten Haaren. Zum Beispiel Prince Harry oder der Musiker Ed Sheeran. Dennoch würden rothaarige Männer oft als Lachnummer angesehen, meint Knights. Vor allem wegen deren Darstellung in Film und Fernsehen. Deshalb würde Knights seine Bilder als nächstes am liebsten in Hollywood ausstellen, um auch dort eine Debatte anzustoßen. Bisher waren die Bilder in London, New York und Sydney zu sehen. In Berlin lockt schon der Ausstellungsaufbau erste Neugierige in die Galerie im Bikinihaus. Die
Bilder sind auf jeden Fall ansprechend und auch so ganz anders, als man denkt. Schöne Leute, muss man sagen. Nicht alle sind mein Typ, aber viele. Sie sehen wirklich gut aus. Entschuldigung. Ein weiteres Projekt, der Anti-Mobbing-Kalender. In Berlin sucht Nights dafür nach passenden Models. Die Einnahmen gehen an Einrichtungen, die sich gegen soziale Ausgrenzung an britischen Schulen engagieren. Jeden Tag, sagt er, erhalte er dankbare Mails von Betroffenen oder Familienangehörigen. Ich glaube, dass die Kampagne wirklich einen Einfluss hat. Ich nehme zwar nicht an, dass wir in unserer Gesellschaft schon so weit sind, dass rothaarige Kinder in der Schule nicht mehr gemobbt werden. Aber ich hoffe, dass das gelingt, wenn ich mein ultimatives Ziel erreicht habe. Einen rothaarigen James Bond. Ein Filmheld, der als Frauenschwarm gilt und gleichzeitig rote Haare hat. Der Traum scheint durchaus realistisch. Einige mögliche Kandidaten sind derzeit in Berlin zu sehen. Ja, das Wetter spielt noch nicht ganz mit, aber der Frühling hat begonnen. Höchste Zeit also, sich nach einem geeigneten Frühjahrsoutfit umzuschauen. Für die Sendung kümmert sich unsere Stylistin um die Kleider, aber auch wir Moderatoren ziehen natürlich gerne selbst los. Meine Kollegin Maike Krüger hat 3 verschiedene Shopping-Methoden ausprobiert. Meine Mission? Ich suche ein passendes Outfit für den Frühling. Die Herausforderung? Ich soll es zunächst allein versuchen. Also mache ich mich schlau, und zwar in Modemagazinen. Der alte Spruch, in der Mode ist alles erlaubt, kommt mir in den Sinn, was mir leider überhaupt nicht weiterhilft. Ein paar Trends meine ich doch erkannt zu haben. Die 70er Jahre sind zurück. Es gibt viel Jeans, es gibt knallige Farben wie Rot oder Orange und Pastelltöne, Streifen habe ich auch gesehen. Ich weiß jetzt ungefähr, wonach ich suchen kann. Ich weiß natürlich noch lange nicht, ob ich es auch finde. Wegen der enormen Auswahl zieht es mich in ein großes Geschäft. Erst einmal sondiere ich das Angebot und bin überfordert. Dann stelle ich fest, mit Blümchen kann und will ich mich nicht anfreunden. Natürlich finde ich trotzdem eine Menge und jede Frau weiß, welche Kämpfe ich anschließend in der Umkleidekabine durchzustehen habe. Denn ich probiere alles, wirklich alles an. Obwohl ich auf jeden Service verzichte, fühle ich mich am Ende trotzdem bedient. Doch die Anstrengung lohnt sich. Die bunte Hose mit dem schwarzen Jackett finde ich super und ich bin erleichtert. Wenn man allein einkaufen geht, ist man eben allein. Und wenn man da nicht genau weiß, was man will, verliert man dann schon mal den Überblick. Und es ist etwas anstrengend. Der Vorteil ist, niemand redet einem rein. Wesentlich entspannter ist diese Methode. Bei einer Online-Stilberatung habe ich meine Fotos und Daten hochgeladen. Hallo, hier spricht die Yankee. Ich bin heute deine Kollegin. Yankee, die freundliche Mitarbeiterin, verspricht, alles für mich zu übernehmen. Alles, was ich tun muss, jede Menge Fragen beantworten. Brauchst du jetzt irgendwie ein Outfit für einen Job oder sollst du jetzt eher Freizeit sein? Ja, für die Sendung. So ein bisschen stylischer, ne? Kleidergröße 36. Wenn ich alles wahrheitsgemäß beantwortet und bei der Kleidergröße nicht geschummelt habe, passen alle Sachen, die Yankee für mich ausgesucht hat. Das Paket landet eine Woche später bei mir und jetzt kommt es drauf an. Passen die Sachen wirklich und gefallen sie mir? Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Am Ende muss ich mich entscheiden. Und zwar für die angesagte Schlaghose, das T-Shirt in der Trendfarbe Blau und Schuhe mit Keilabsatz. Ein Paket zu bekommen, das ist ja immer irgendwie wie Weihnachten. Und es waren ganz viele verschiedene Sachen drin. Man kann ganz viel miteinander kombinieren. Ich habe mein Lieblingsoutfit gefunden. Das war ganz leicht. Was will man mehr? Der dritte Weg zu meinem Frühlingsoutfit heißt Steven Mills und arbeitet als Personal Shopper. Was hältst du von den 70er Jahren? Ja, weil ich das erlebt habe, finde ich nicht so was anderes gut. Also ich werde nichts aus den 70er Jahren bekommen. Natürlich kennt er die Trends, übernimmt sie aber nicht immer. Der Profi arbeitet schon seit den 80er Jahren in der Modebranche. Ich habe immer das Gefühl, es kommt alles wieder. Das kommt schon alles wieder, aber es ist immer mit einem Twist. Also das finde ich halt auch sehr schön. Ja, du kannst schauen, wie du willst, aber ich habe schon was ausgesucht. Gut, ich lasse mich überraschen. Oh, sehr schöner Schnitt. Sehr. Ja, aber die Farbe ist ungewohnt. Ich glaube, sowas hatte ich noch nie an. Okay, und womit kombinieren wir das? Oh, es wird monoton und es wird einen ganz starken Eindruck machen in einem Ton.
Okay, ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber... Fehlen noch die passenden Schuhe zum Outfit. Sowas? Oh, also Trend hin, Trend her. Ich glaube, mit diesen dicken Absätzen werde ich mich nicht anfreunden können. Die sind schon eher mein Geschmack. Und für den Farbe passt es auch genial. Okay, nehmen wir die? Ja. Oder wollen wir die ausprobieren? Die oder die? Die? Ja? Du würdest die nehmen, ich würde die nehmen. Okay, dann probieren wir die. Das sieht super aus. Die Kombination Ton in Ton ist nicht langweilig, sondern überzeugt mich sofort. Für den Personal Shopper war das natürlich von Anfang an klar. Steven, der Personal Shopper, hat mir jetzt den ganzen Umkleidemarathon erspart. Er hat sich zielsicher ein Outfit ausgesucht. Das hat gepasst, die Farbe hat mir gefallen, obwohl ich die noch nie vorher getragen habe. Das war wirklich eine positive Überraschung. Drei Outfits und drei Wege, wie ich sie gefunden habe. Ja, und sind auch alle schön. Der Eurovision Song Contest ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Für die Teilnehmer aus 40 Ländern ist es wichtig, nicht nur musikalisch eine perfekte Performance zu bieten, sondern vor allem aufzufallen, so wie Conchita Wurst, die Siegerin mit Bart im vergangenen Jahr. Dieses Mal ist eine ungewöhnliche Band aus Finnland schon im Vorfeld Gesprächsthema. Alle vier Musiker haben ein Handicap. In ihrer Heimat sind sie bereits Stars. Beim Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr eine Punkband auftreten. Und was für eine. Hier kommt Pertti Kurikan Nimi Päivät. Das ist wirklich eine große Sache. Finnland dort zu vertreten, das ist ein Traum für uns. In diesem Tageszentrum für Menschen mit Behinderungen bei Helsinki wurde die Band 2009 gegründet. Die vier Musiker leben mit Diagnosen wie Down-Syndrom oder Williams-Syndrom. Toni Velitalo am Schlagzeug. Bassist Sami Helle. Benannt ist die Band nach ihrem Gitarristen Pertti Kurikka. Der Grund, er hat das erste Punklied an seinem Namenstag komponiert. Für die Texte ist Sänger Kari Aalto verantwortlich. Er schreibt über seine Sehnsucht nach Freiheit, über das Leben in Behindertenwohnheimen, aber auch über Politik. Im Parlament wird die ganze Zeit nur geredet. Und das Land wird totgespart. Wenn jemand sich mit unseren Songs identifizieren kann, dann ist es richtig gut. In der finnischen Punk-Szene gilt Pertti Kurikan Nimi Päivät mittlerweile als Kultband. Nicht zuletzt wegen ihrer spektakulären Live-Auftritte. Die Band hat bereits 10 EPs und ein Best-of-Album veröffentlicht. Aktuell steht sie damit auf Platz 22 der finnischen Albumcharts. International wurde die Band 2012 durch The Punk Syndrome bekannt. Der Dokumentarfilm ist auf mehreren internationalen Filmfestivals ausgezeichnet worden. Das Medieninteresse für die ungewöhnlichen ESC-Kandidaten ist groß. Die Band will aber nicht als Kuriosität gesehen werden, sondern als Band, die ihren Traum lebt. Ich wollte schon immer Musiker werden. Und das bin ich dann auch geworden. Alle Bandmitglieder leben in betreuten Wohnprojekten. In vielen alltäglichen Situationen sind sie auf Hilfe angewiesen. Mit ihrem Auftritt in Wien erhoffen sie sich mehr Aufmerksamkeit für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Man sollte viel mehr über die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen sprechen. Ich wünsche mir eine offene Diskussion, wenn wir zum Wettbewerb fahren. Und außerdem wünsche ich mir, dass nach uns noch mehr Punks dort auftreten. Mit Pertti Kurikan in Päivät setzt Finnland beim Eurovision Song Contest ein Zeichen. Menschen mit Behinderungen sind ein Teil der Gesellschaft und können sie auch repräsentieren. Unterwegs auf den Straßen von Helsinki stößt die Band auf Begeisterung. Drücken Sie die Daumen für uns, dass wir in Wien gewinnen. Natürlich gewinnt ihr. Wir sind stolz auf euch. Oh yes, rock and roll.
Was auch immer beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien geschieht, die weltweite Aufmerksamkeit ist ihnen schon sicher. Und so bekannt wie Pertti Kulikanimpäivet inzwischen ist, wird die Tour im Sommer wohl ein großer Erfolg werden. Sie nannten sich Affischisten. Auf ihren Streifzügen durch Paris oder Rom sammelten sie um die 50er Jahre herum Teile der überall hängenden, oft verwitterten alten Plakate, die auf Französisch Affiche heißen. Daraus gestalteten sie eigene Werke. Die Künstler gelten heute als Begründer der Street Art. Einer von ihnen ist Jacques Virgilet. Wir haben ihn in Paris getroffen. Ein Pionier der Straßenkunst beim Spaziergang durch Paris, Jacques Virgilet. Der 89-Jährige freut sich über die Motive der Graffiti-Künstler in seinem Viertel. Denn auch sie arbeiten im öffentlichen Raum, jedoch mit ganz anderen Mitteln, als er es vor einigen Jahrzehnten tat. Sein Medium damals waren ganz gewöhnliche Straßenplakate. Das Abreißen der Plakate in den Straßen ist wie eine Befreiung. Denn die Werbung will uns für ein Produkt einnehmen. Die Politik will dich belehren. Also ist das Zerreißen ihrer Botschaften so etwas wie eine künstlerische Geste der Anarchie. Immer wieder riss der junge Virgilet damals die Werbebotschaften von den Mauerwänden, um sie dann im Atelier als Kunstwerk einzurahmen. Er wurde von der Polizei verhört, aber nie belangt. Auch wenn damals nur wenige verstanden, was die Aktionen bedeuten sollten. Heute sind die Bilder von Jacques Virgilet und seinen französischen Künstlerfreunden Raymond Hens und François Dufresnay in den wichtigsten Museen der Welt zu Hause. Als Dokumente des kollektiven Bewusstseins der Großstadt. Derzeit zeigt die Frankfurter Kunsthalle Schirn die Werke in einer großen Ausstellung. Jacques Virgilet hat jeden seiner Plakatabrisse mit dem Ort und dem Datum des Fundes benannt. Das heißt, er hatte auch fast so eine Art, man kann fast sagen, Topographie eigentlich der Stadt auch im Sinn, die sich in diesen Plakaten widerspiegelt. Die sogenannte Décollage, der Akt des Plakatabreißens, wurde auch von Künstlern außerhalb Frankreichs praktiziert. Der Italiener Mimmo Rotella fing beispielsweise in Rom eine bunte Konsumwelt ein. Und der Deutsche Wolf Fostel arbeitete mit politischen Motiven. Jacques Virgilet hingegen nahm bei seiner Arbeit eine rein ästhetische Haltung ein. Ich bin ein Betrachter. Ich kümmere mich um das, was passiert. Dafür kann ich auch Plakate des linken oder rechten politischen Spektrums nehmen, ohne dabei Partei zu ergreifen. Ich wollte einfach der Historienmaler meiner Epoche sein. Und das konnte ich am besten mit Hilfe des Dekors der Straße. 1949 schuf Virgilet zusammen mit seinem französischen Kollegen Raymond Hens das erste große Bild der Affischisten, ein fast 3 Meter langes Fries. In seiner Werkstatt in Paris hat Virgilet noch viele Plakatwände, die er einrahmen möchte. Von allen Affischisten hatte er den längsten Atem und führte diese Kunstrichtung jahrzehntelang weiter. In den 90er Jahren musste er dann in Städte wie Marseille gehen, wo irgendwie noch die Plakatkultur in dieser Form lebte, die natürlich in vielen Metropolen in der Form gar nicht mehr zu sehen war. Und natürlich ist es so, dass heute mit den Billboards, mit den digitalen Medien die Plakatkultur insgesamt sich verändert hat und dadurch natürlich das, was von der Kunst der Affischisten heute fortgetragen wird, auch sehr anders ist. Auch Jacques Virgilet hat sich weiterentwickelt. Ende der 60er Jahre kam ihm die Idee zu einem sogenannten soziopolitischen Alphabet. Jeden einzelnen Buchstaben stellt er als Symbol dar und schreibt so ganze Texte. Auch diese Arbeiten schafften es in die Museen. Dennoch sieht er sich nur bedingt als Vorbild für heutige Graffiti-Künstler. Meine Domäne war die Straße. Dann kam die Straßenkunst und das war eine gesellschaftliche Sache. Die heutigen Graffiti-Künstler und ich arbeiten insofern zusammen, als dass die Straße für uns das Feld ist. Unsere Arbeitsweise ist aber gegensätzlich. Ich nehme mir von der Straße, was ich im Atelier brauche. Sie wiederum arbeiten auf der Straße. Plakate reißt Jacques Virgilet heute aber nicht mehr ab. Ich mache das nicht mehr, weil das viel körperliche Kraft erfordert.
Und ich bin jetzt zu alt, um diesen Sport zu treiben. Sein Werk ist auch so beachtlich. Denn in Jacques Villiers Kunst spiegeln sich 4 Jahrzehnte Großstadtleben wider. Das war's für heute. Mehr Euromax gibt's online unter dwde-euromax und natürlich auf Facebook. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.